Willkommen zu Land Live TV. Im heutigen spontanen Video geht es darum, ob man Steine, die man in der Natur findet, auch für das heimische Aquarium verwenden kann. Als ich heute das schöne Wetter ausnutzen wollte und etwas wandern ging, kam ich auf die spontane Idee, ein Video zu machen. Besonders am Anfang als Aquarianer fragt man sich oft, ob man wirklich so viel Geld für Hardscape bzw. Steine ausgeben muss. Wenn man mit diesem Hobby beginnt, sieht man Dinge, die in der Natur herumliegen, oft mit anderen Augen, da man ja den Lebensraum in seinem Aquarium so natürlich wie möglich gestalten möchte. Viele Steine enthalten Kalk und sind daher leider nicht für dein Aquarium geeignet, da sie dein Wasser aufhärten können und dies sich negativ auf deine Wasserwerte auswirken kann. Leider sieht man oft nicht auf den ersten Blick, ob ein Stein Kalk enthält oder nicht, beziehungsweise man selten einen Geologen bei der Hand hat, der auf Anhieb die chemische Zusammensetzung des jeweiligen Gesteins sagen kann. Ich habe mir nun etwas ausgesucht, das mir mein Aquarium wirklich gefallen könnte, und nach genauer Analyse konnte ich feststellen, dass es ein Stein ist. Ob dieser nun kalkhaltig ist, werde ich nun zu Hause testen. Also bis gleich. Ich bin nun wieder zu Hause angekommen und habe die Steine nun aufgelegt. Neben den beiden, die ihr zuerst gesehen habt, habe ich noch zwei kleine Steine mitgenommen, die mir sehr gut gefallen haben. Um die Steine nun auf Kalk testen zu können, benötigen wir nun etwas Zitronensäure oder einfach einen handelsüblichen Kaffeevollautomaten in Kalk, den normal jeder zu Hause hat. Ich habe mir nun etwas Entkalkungsmittel in eine Spritze gegeben und werde nun mit ein paar Tropfen testen, ob die Steine Kalk enthalten. Wie man sieht, reagieren die Steine leider auf das Entkalkungsmittel und der entkalkende Kalk wird sofort gelöst. Diese Reaktion kann man sehr schön an den aufsteigenden Blasen sehen. Da ich die Steine in der Nähe der Kalkalpen gefunden habe, verwundert mich das Ergebnis nun wenig, aber leider sind die Steine nicht für das Aquarium geeignet. Sollte der Stein anders als dieser den Kalktest überstehen, ist es aber sehr wichtig, den Stein vor Gebrauch ein paar Tage zu wässern und anschließend auszukochen, damit man sich keine Fremdstoffe ins Aquarium holt. Darum rate ich euch, immer wenn ihr euch bei einem Stein nicht zu 100% sicher seid, lasst es und kauft euch einen schönen Stein im Aquariumfachgeschäft. Habt ihr schon mal selbst gesammelte Steine in euren Aquarium verwendet oder kauft ihr diese nur? Sollte euch dieses Video gefallen haben, bitte ich euch, mir doch einen Daumen nach oben zu geben, und falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal.